Leute, und willkommen zu Part 27 von Let's Play Minecraft Sky Factory. So, ich möchte mich heute dann den ersten Maschinen widmen, wovon wir halt eine Menge im Endeffekt brauchen. Und zwar für jedes Feld halt einen Harvester, einen Planter. Ich würde sagen, damit fangen wir schon mal an. Und besorgen uns die, zumindest gucken wir mal, wie weit wir kommen in dieser Folge. Hier habe ich noch ein bisschen was rausgesucht, was wir noch im Besitz haben, was wir dafür brauchen werden. So. Viel Rubber haben wir nicht. Packen wir mal hier alles rein. So. Ach, Moment, das Raw Rubber muss ich so oder so nochmal einschmelzen gleich. So, also ich fange jetzt mal an mit den Harvestern. Da haben wir ihn doch. Und zwar möchte ich diese Variante machen. Wir brauchen 24 Stück für jedes Feld. Halt einen. Das heißt, wir craften uns jetzt 24 Goldäxte. Das Problem ist, ich kann die, glaube ich, gar nicht einlagern. Stacken die überhaupt in dem Lagersystem? Ich weiß es gar nicht. Ach Quatsch. Gold. 1, 2, 3. Sticks. Nee. Ich habe gar keine Sticks hier drin, okay. Hier sind ein paar Sticks. Ist das alles, was ich an Sticks habe? Scheint mir ganz so. Okay, müssen wir noch welche herstellen. Wood. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, holen wir mal alles raus. Können wir nämlich die Sticks einlagern. So, machen wir dazu Sticks. Und packen die dann ins System. So, jetzt aber. Sticks. Jawohl. So. Dann war das andere, war das Gold. Und zwar 3 Stück. So, das heißt 24 Stück brauchen wir. Ach du Jemini. 1, 2, 3. Kann ich die einlagern? Okay. Okay, die stacken sogar. So. Zack, zack, zack. Noch 3. So, damit haben wir unsere Äxte. Den können wir clearen. Als nächstes brauchen wir Eisen für Scheren. Och. Ja, Iron. Oh, ich weiß nicht, ob das reicht. Wir brauchen für Schere. So. Davon brauchen wir 2 pro Harvester. 24 sind 48. Okay. Gucken. Ist noch Platz? Ja, scheint noch Platz zu sein. Schere. So, 8. Was hatte ich gesagt? 48, ne? Dann haben wir jetzt 33. Noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. So, damit haben wir zwar jetzt auch nicht mehr viel Eisen, aber egal. So, dann brauchen wir... So, gehen wir nochmal zum Harvester. So, die Scheren haben wir. Das haben wir. Die Goldäxte haben wir.
Tim, Tim, Tim. So, jetzt brauchen wir 24 von denen. Kriegen wir hin. Kriegen wir nicht hin, weil wir nicht genug Plastik haben. Raw. Nee, das davon haben wir auch nicht genug. Huch, nicht ganz raus. Rubber, das müssen wir dann hoch einschmelzen. Zack, machen wir das mal eben zwischendurch. So, und ansonsten hätten wir dann, wenn das durch ist, haben wir eigentlich schon alles dafür, oder? Wie gesagt, wir kriegen hier ja drei Stück raus. Das sind acht Pakete brauchen wir also davon. Das sind 8 mal 3 sind 24 wieder. Ja, kommt hin. Und dann hier 24 mal 3 sind 60, sind 72. Ja, müssten wir drankommen. Mal gucken. So. Aber das. Ach, hier haben wir noch 10 Stück. So, in der Zwischenzeit habe ich hier gerade noch, kurz vor der Aufnahme jetzt, hier noch ein paar Cobblestones reingepackt, die dann hier zu Gravel verarbeitet werden. Hier habe ich wiederum Gravel reingepackt, das gesiebt wird, damit wir an weitere Ressourcen dran kommen. Um halt die Magical Crops Farm ans Laufen zu bekommen. So, wie gesagt. Da, aber was wir machen können, ich glaube, dafür haben wir genug Material, ist die Obsidians Chests. Das sind auch 24, 26 Stück brauchen wir davon. Obsidian, nee, nicht Obsidian, Ender. Ender Chests, genau, so. Oh, ich glaube, wir haben, hierbei fehlt uns dann Blaze Rods. Wollen wir mal gucken. Gucken wir einfach mal, was wir da haben. Okay, wir haben Blaze Essenzen noch. Die können wir dann mal eben. Zack. So viel wie geht. Na, bleibt da drin. So, 4 Stück davon. Wolle. Haben wir noch. Okay. Na, eins reicht, danke. Obsidian. Davon haben wir mehr als reichlich jetzt, nachdem ich da einen halben Tag Obsidian habe durchlaufen lassen. Chests. Haben wir nur 14. Das ist ärgerlich. Das heißt, das klären wir dann mal eben. Machen noch ein paar Chests. Zu wenig Mist. Ach klar. So, packen wir das wieder rein. Machen wir das jetzt anders. So. Holen wir uns ein paar Kisten, weil brauchen tun wir die ja, wie wir ja sehen, eh immer und immer wieder. Dann kann man also ein paar auf Vorrat mal produzieren. So, jetzt haben wir 54 Kisten. So. Davon kommt eine hier hin. Dann müssen wir wieder Obsidian. So und so. Wolle. Enderperlen. Und halt Blaze Rods. Also da kommen wir nicht annähernd mit hin an die Zahl, wo wir ran wollen. So, ich drücke jetzt einfach mal Shift und bumm, 17. Naja, ist ein Anfang. Heißt, fehlen uns noch 9 Stück für 9 Stück Blaze Rods. Na gut, das geht ja noch. Das ist ja schon mal ein Anfang auf jeden Fall. So, wie sieht's hier aus? Ein Stack knapp. Den können wir dann schon mal umwandeln und reinlagern. Damit, hoch.
Damit kriegen wir nämlich dann jetzt zumindest schon mal ohne Probleme die Teilchen daher. Dafür brauchen wir drei Steine und die Teile, 64 Stück waren das, glaube ich, ne? Ja, 70 haben wir jetzt davon. Okay, so, das heißt, wir brauchen 24 Stück davon. 1, 2, 3, dim, 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 dim. Passt. So, jetzt haben wir die schon mal. Und wir haben noch Plastik übrig. Dann wollen wir doch mal gerade gucken. Harvester, da haben wir doch. So, das Rezept hätte ich dann gerne. Wir suchen die Goldaxt. Wir suchen Plastik. Mal gucken, wie viel wir dabei rumkriegen schon mal. Scheren. Und diese mechanischen. Ne, wie heißen die hier? Mist. Da, Factory Machines. Okay. So, 24 Stück. Ob man die rauskriegen, glaube ich zwar nicht. Aber probieren geht über Studieren. Mal gucken. Ah, am Plastik mangelt es uns. Okay. 15 Stück haben wir aber schon mal. 17 Obsidian Ender Chests haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Plastik. Hier haben wir noch ein bisschen. So, jetzt sind nochmal 32. Eins reicht. So, 9 Stück noch. 8. Jawohl, perfekt. Da haben wir unsere 24 Harvester. Sehr schön. Das heißt, ich muss noch Blaze Rods dann farmen. Später. So, was wir nämlich jetzt auch noch brauchen, sind Planter. Und zwar die gleiche Anzahl. Und die bauen wir aus. Flower Potten. Och, das ist Lehm, ne? Meh. Gebrannte Ziegel braucht man dafür, ja. Okay, die muss ich dann auch noch machen. Das haben wir ja, das ist nicht das Problem. Pisten, ja, die kriegen wir auch hin. Dann bauen wir mal eben erstmal die Pistons. Die kriegen wir hin. Wenn ich Cobblestone hier drin hätte. Was ich natürlich nicht habe, weil die habe ich ja immer noch schön hier drin. Ich hoffe, dass ich noch Lagerplatz habe. Ansonsten lagern wir eben was aus. Ja, passt. Alles klar. Ey, die Gießkanne wollte ich jetzt nicht da reinschmeißen. Na, egal. So, wir brauchen halt auch 24 Pistons. Ach, jetzt habe ich das ganze Wood, habe ich jetzt natürlich dann verdutscht. So, also jetzt nochmal. Cobblestone. Dann brauchen wir Wooden Planks. Nein, nicht Glowstone Essenzen, danke. Die brauchen wir Redstone und Iron. Ja, wart halt andersrum. So, 24 Stück brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die dürften wir wohl hinkriegen. Es sei denn, ich habe jetzt zu wenig Holz gemacht. 2, 3, 24. Perfekt. So, dann haben wir nämlich die schon mal. So. Planter. Da haben wir sie doch. So, das heißt, wir haben das. Hiervon brauchen wir nochmal 24 Stück. Zack. Stone. Wie viel haben wir von diesen Factory-Maschinen eigentlich noch? Zwei, okay.
Plastik haben wir, können wir jetzt gerade zwei Packen herstellen, das heißt, sechs Stück haben wir dann. Dazu sind acht. Gut. Ja, okay. Macht ja nichts. Wir haben ja hier eh gerade noch welches geschmolzen. So, das sind nochmal 48 Stück. So, acht Stück haben wir. Dann haben wir jetzt 11, 14, 17, 20, 23, 25 ist genug. So, dann haben wir die Teile. Jetzt fehlen uns wirklich nur noch die Bricks. Das heißt, ich muss jetzt das packen und in Lehm umwandeln. Und den Lehm dann einschmelzen. Juhu, da kommt Freida auf. Achso, im Übrigen, der ist jetzt gerade, das ist ein, ist der gecheatete Chunk Loader, den ich da hatte. Den werden wir natürlich bei Zeiten dann ersetzen, indem wir dann halt die entsprechenden Materialien eben rausschmeißen oder ihn selber eben craften und den hier dann vernichten. Ist jetzt halt einfach nur vorübergehend gerade, weil ich nicht die Zeit, einfach so das Ding dann craften wollte, habe ich es mir dann eben kurz ercheatet. So, bum, 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 bum. Was wollte ich denn jetzt? Achso, Eimer. Hier haben wir ein paar Eimer. Und ich glaube, ich muss neue Barrels machen. Hier haben wir noch Stone Barrels. Ah, da vorne haben wir... Ah, hier haben wir auch noch Eimer, okay. Das heißt, wir packen jetzt mal die ganzen Eimer voll mit Wasser. Perfekt. So. Ich hoffe, dass die sich jetzt nicht irgendwie verfärben. Ich weiß es nämlich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es ist schon zu lang her, da ich Ex Nihilo verwendet habe, die Barrels. So. Aber scheint nicht so. So, machen wir uns dann mal jetzt noch die restlichen Zeit jetzt ein bisschen Lehm. Weil brauchen tun wir, ja. Okay. Das heißt, ich brauche Wasser. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier Lehm rein tue? Gar nichts. Okay. Hätte ja klappen können. So, nochmal 8 Wasser. Juhu. So, zack, 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 zack. Das könnte sogar eigentlich schon fast reichen. Weil pro Lehmteil, was wir ja rauskriegen, kriegen wir ja auch ein Brick mit raus. Obwohl wir brauchen, oh, doch schon eine Masse. 48 Stück mal 3 sind 120, 144 Stück. Ich glaube, da kommen wir mit den 16 Stücken nicht drauf. Würde mich doch arg wundern. Bauen wir mal Türmchen und gucken mal ganz kurz über unsere über unsere kleine Base, die inzwischen ja schon ziemlich groß geworden ist, wie ich finde. Was meint ihr? Soll ich so eine Aussichtsplattform bauen, wo man dann sich mit so, es gibt ja so Teleporter, Elevator, also Aufzüge, Teleportaufzüge. Ich glaube, ist auch von Ender AI. Und dann halt so, dass man auch immer wieder dann so schöner über die Base gucken kann. Was haltet ihr davon? Ich finde das, glaube ich, gar nicht, ich finde das gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn man dann hier halt, wenn wir es dann noch größer werden, dann irgendwann, dass man dann auch mal wirklich dann gucken kann, was man dann geschafft hat dann. So, ich hau jetzt nur noch den Lehm hier klein. Dann ist die Folge auch schon zu Ende für heute. Und dann machen wir dann in der morgigen Folge machen wir dann die Planter fertig. Ich packe die jetzt noch hier rein.
Wir haben 64 Stück. Ah, passt ja perfekt. Nicht. Okay, uns fehlen noch 80 Stück. Alles klar, ihr Lieben. Die werde ich dann noch vorher machen, bevor ich dann die nächste Aufnahme mache. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch morgen wieder einschaltet bei Let's Play Minecraft Sky Factory. Ciao, ciao.